Alles klar, Anchario gegen Priya. Du legst die Kampfregeln fest. Okay, los geht's. Normale Regeln. Ui, Nachtara, Psyana, Lucario, Miraidon und die beiden legendären Pokémon aus der 8. Gen. Interessant. Und sie ist schon einsatzbereit? Will mal. Lass mich erstmal überlegen. Ist hier abgefahren. Ich glaube, ich mache den Standard-Move. Fange erstmal mit Demeteros an und dann checke ich die Lage ab. So, Leute. Der erste 6 gegen 6 Kampf im Pokémon Karmesin und Purpur auf meinem Kanal. Ab jetzt geht's los. Jeder, der gegen mich kämpfen möchte, fragt einfach in den Kommentaren nach. Nehme jede Herausforderung an. Auch wenn ich die nicht mag. Schönes Bild. Screenshot verpasst. Yeah, Cappy auf. Oha. Ist das das Lucario, was man neulich bekommen hat? Okay, der Angriffswert ist gesunken. Jetzt nochmal schnell das Team von Nachtie abchecken. Okay, da hätte ich eine Idee. Nein, das habe ich selbst gefangen. Ah, schön. Sehr cool. Das fühlt sich anders an, ne? Wenn man es dann einsetzt und so. Nice, das Bild gefällt mir sehr. Erstmal screenshotten. Ich muss an mein digitales Tagebuch denken. Also Twitter. Schlau. Sie denkt auf jeden Fall mit. Sehr gut. Sakura. Eieiei, ich sollte es nicht unterschätzen. Direkt erstmal Terra kristallisieren. Nice. Die Kampfgegend sieht ja richtig schön aus. Du sollst kämpfen. Ja, okay. Trifft zwar neutral, aber mein Demeteros ist auf jeden Fall stark. Der Angriffswert ist gut. Und die Terra-Kristallisierung macht es gerade noch stärker. Lucario ist wieder zurück. Okay, mal gucken, ob es das Item Focus God hat. Auf einmal kommt Ice Heap. Das wäre brutal. Sehr klug. Ich meine, ich habe ja den Typ Flug nicht mehr. Und selbst ein Flug-Pokémon habe ich auch nicht. Eigentlich sollte ich es doch mit Erdbeben immer noch treffen. Ja, genau. Ich meine, es ist zwar unter der Erde, aber der Boden ist am Beben. Korrekt. Das hat man in der 9. Gen also geändert. Ich glaube, früher war das nicht so, oder? Aber so von der Logik her geht das schon. Summer Center. Schön. Und dann noch die Shiny Form. Mega. Wackerer Schild. Okay, ich zieh durch mit Erdbeben. Demeteros. Du übertreibst es auch immer. Ja, Demeteros ist so ein toughes Pokémon. Entweder hat man wirklich einen guten Run und zieht durch. Oder man hat einen guten Plan, aber man verliert es schon in den ersten Minuten. Weil da plötzlich eine unerwartete Eisattacke erscheint. Okay, die gegnerische Seite ist ebenfalls am Terra kristallisieren. Bam, Junge. Das Pokémon zeigt uns die Faust. Okay, komm her. Mal schauen. Jetzt bin ich gespannt. Aha, davon bin ich ausgegangen. Jetzt kommt Nahkampf. Böse, die Attacke ist echt böse. Und dann noch in der Terraform. Boah. Einfach mal 132 Kraftpunkte verloren. Ja, ich kann immer noch keine andere Attacke einsetzen. Ich bin am überlegen, ob ich Demeteros zur Sicherheit rausholen sollte. Ich mach das. Vielleicht kann ich es noch gebrauchen. Ich meine, es hat das Item Wahlschal und die Attacke Kehrtwende. Oha, Feuerzahn. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Komm, Alola Raichu. Nice, du bist schneller. Genau das habe ich gebraucht. Oha, obwohl der Spezialverteidigungswert gesunken ist. Heftig, der Spezialverteidigungswert ist doch gesunken. Und mein Alola Raichu ist auf jeden Fall ein trainiertes Alola Raichu. Das war auf jeden Fall tough. Das war tough, wirklich.
Okay, also ich bin ein bisschen baff, um ehrlich zu sein. Davon bin ich nicht ausgegangen. Gut, ich habe dieses Summercenter jetzt besiegt. Starkes Pokémon. Freut mich auch, es gesehen zu haben. So konnte ich mir nochmal die Fähigkeit anschauen. Auch die Shiny Form und die andere Form. Aber auch diejenigen, die sich vielleicht das Video reinziehen auf YouTube. Oder die Leute, die jetzt gerade auf still und gechillt im Stream sind. Nice. Okay. Ich habe keine Ahnung, welches Pokémon ich jetzt einsetzen sollte. Maskagato. Ich weiß ja noch gar nicht, für welches Pokémon sie sich entschieden hat. Boah, so ein schönes Gefühl, die ganzen Shiny-Pokémon jetzt einzusetzen. Boah, Shiny Zacian. Sieht auch schön aus. Kühnes Schwert. Angriffswert ist gestiegen. Terra kristallisieren kann ich nicht mehr. Ich habe keine Attacke, die effektiv trifft. Doch, nur eine. Ätzend. Das wird jetzt ein bisschen kritisch. Ich habe keine Ahnung, was sie vorhat. Und Maskagato einfach aufopfern will ich auch nicht. Boah, absolut keine Ahnung. Boah, gefährlich. Echt gefährlich. Ich meine, der Angriffswert ist gestiegen. Ich sollte aufpassen. Oh, das ist echt gefährlich. Ätzend. Eine Kampfattacke und das war's mit Maskagato. Mimikma. Sanktoklinge. Sehr cool. Schwerttanz. Bin ich schneller? Oh, es wird zurückgerufen. Kommt jetzt nach Tara, oder wie? Ja, nach Tara ist da. Okay. Okay, der Angriffswert ist gerade um 2 Stufen gestiegen. Noch eine Runde. Das ist ein Nachtara. Der Verteidigungswert ist monströs. Mein Kostümspuk könnte jetzt kaputt gehen. Ja. Es hat Spukball. Nervig. Und die Spezialverteidigung ist gesunken. Grausam. Das klappt auch nicht immer. Okay, ich hoffe, dass Knuddler jetzt nicht daneben geht. Nice, gut. Gut, dass ich nach Tara down gekriegt habe. Das ist so ein zäher Brocken. Ist schon ziemlich tough. Wie Mikmas Schwanz sieht aus wie der Schwanz von Pikachu. Check mal Ableithieb ab. Stromstoß. Ableithieb war gut. Das war sehr, sehr gut. Ah, okay. Ich glaube, eine weitere Attacke werde ich von Zacian nicht aushalten. Oh, dieses Bild war voll schön. Sowas mag ich. Nice, gut. Die Attacke hat ausgereicht. Ja gut, man muss halt bedenken, dass ich 2x Schwerttanz eingesetzt habe. Miraidon. Paldea Champ, wie cool. Den Titel kannte ich gar nicht. Boah, Miraidon sieht so cool aus. Also, wenn ich doch nur eine Attacke von Miraidon aushalten könnte, ne? Dann sollte ich es mit Knuddler eigentlich besiegen können. Also mit Schattenstoß werde ich es auf jeden Fall treffen. Eine Elektroattacke von Miraidon würde mich, glaube ich, platt machen. Ich habe nur 74 Kraftpunkte. Schöner Damage. Blitztour. Auf einmal halte ich die Attacke aus, aber ich gehe nicht davon aus. Nee, zu stark. Miraidon ist heftig. Okay. Was mache ich jetzt? Wache und Elektro. Hey, gut, dass ich noch den Meteros am Start habe. Heftig. Wie gut, dass ich es noch aufbewahrt habe. Und es hat immer noch die Terraform. Das checke ich jetzt erst. Ist ja abgefahren.
Ich dachte, die Terraform ist jetzt weg, weil ich es rausgerufen habe. Nice. Das war der erste 6 gegen 6 Kampf. Der Kampf hat mir sehr gefallen. Sehr cool, Priya. Danke für den Kampf. Gerne nochmal.